So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Die Pause funktioniert, das ist gut. Das funktioniert leider nur so lange man sein Spiel nicht öffnet für weitere Mitspieler. So, jetzt hier wollte ich eigentlich. Brauche ich ein großes Lager für Steine, früher oder später auf jeden Fall. Denn sobald man anfängt, was zu bauen, bedient man sich automatisch aus den Lagern in der Nähe. Und dann brauchen wir schon ein größeres Lager dafür. Also baue ich gleich mal eins für Steine. So, jetzt will er 10 Balken von uns. Wir haben keine 10 Balken mehr, denke ich, oder? Oder? So, Steine, große Steine. Hatte ich jetzt nur eines. Aber immerhin einen Hammer. Den legen wir schon mal ab. Okay, und ich denke, dann komme ich nicht mehr drum rum. Dann werde ich wohl bald nochmal die Axt schwingen müssen. Ich will jetzt aber schauen, ob ich hier, nachdem wir jetzt einiges erforscht haben, nicht eine Eisenaxt bauen kann. Kann ich, wenn ich denn noch etwas Erz besorge? Oder habe ich noch irgendwo? Nein, aber was ich noch habe, sind auf jeden Fall diese Teile. Brauche ich denn dafür? 15 große Steine, Steinaxt. Ah, das trifft sich. Dann mache ich jetzt erst die Metallaxt und dann setze ich die Steinaxt dafür ein. Das heißt aber, wir müssen, ob ich das will oder nicht, noch Erz besorgen. So, wir sind hier. Hier geht's gut weiter. Praktischerweise wird die Nacht nicht so extrem dunkel wie anderswo. Ich sehe gleich mal zu, dass ich jetzt wieder möglichst 10 bekomme. Decke wegbauen. Na, hier brauche ich glaube ich gar nicht weitermachen. Aber da macht es Sinn. Wie viel haben wir denn jetzt? 60. Ne, 30, aber 6 Barren sozusagen. So, Schaufel kaputt. Und wir haben auch gerade keinen Ersatz. Aber wenn ich mir jetzt noch ein paar Zweige besorge, dann haben wir das schnell gelöst, das Problem. Schaufel anderweitig gemacht. Jetzt wird tatsächlich hier alle Tannen schon weggeholt. Ich meine, wenn ich schon da bin, dann kann ich die Beeren auch gleich sammeln. Die lecker Pilze. Sind aber nur kleine Steine, oder? Ich brauche ja dann große dafür. Naja, wie auch immer. Ich sollte jetzt eigentlich zurück können. Die Schaufel sollte ich direkt bauen können. Ah, nee. Ah, ich brauche 2 Stangen dafür.
hin noch. Das ist hin. Aber ganz knapp. Okay, dann mach mal eine. So, und wir haben eine frische Schaufel. Und ich kann aber trotzdem natürlich schon mal das ganze Erz hier ablegen. Und erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und was wollte ich hier als erstes bauen? Die Eisenaxt. Also, na, dafür brauche ich jetzt praktisch nur einen. Gut, mach mal. Kriegen wir ein Schwert auch schon hin? Sehr schön, dann kann ich jetzt eben hier die Steinaxt ablegen. Was wollte er noch alles? Kleine Steine, große Steine. So, große Steine bekomme ich hier von links weg. Ich glaube, ich sollte. Oh, ja, genau, die anderen Sachen sollte ich auch mal ablegen. Ich. Kann ich hier? Hier kann ich interessanterweise noch machen. Die oberste Schicht geht immer. Aber viel großartige Ausbeute haben wir da jetzt natürlich nicht. Hier rein, die kleinen hier rein und dann mal schauen, ob ich hier nicht eine bessere Schaufel machen kann. Dafür brauchen wir den Haufen Zweige, einen Balken, einen Haufen Zweige wäre übertrieben, aber ein paar brauchen wir auf jeden Fall. Bald sollte ich wieder was essen. Wie gesagt, die Zutaten lege ich hier alle mal ab. Und eine Suppe habe ich noch. Da jetzt nicht noch welche drin kann. Ja, hätte ich. Das fällt mir auch früh ein. Wir gehen hier mal nicht so extrem viel, aber da ich die Efe so ziemlich alles brauche. Moment, eben jetzt keine Holzschaufel mehr, sondern eine. Da wollte ich sie haben. Hier möchte ich nach wie vor einen Hammer. Und
Da die Eisenaxt, ja. Warte mal. Den Hammer gibt es doch sicher auch in Eisenform. Und dafür brauchen wir noch mindestens einen. Auch nicht viel schneller vor, aber wahrscheinlich ist sie dann letztlich doch effektiver. Vor allem geht sie wahrscheinlich nicht so schnell kaputt. So. Damit kommen auf jeden Fall auch noch ein Hammer. Erst schmelzen. Eins, zwei, drei. Aus. Die alle ablegen. Hammer machen. Fehlt uns fürs Schwert. Das ist mehr Eisenbahn, okay. Dann nehme ich jetzt aber trotzdem erstmal mehr Stein auf. Oh, ich kann auch mit der Eisenschaufel hier nicht weiterkommen. Brauche ich denn dann? Mehr als Eisen geht ja wahrscheinlich nicht. Gibt es denn sowas wie eine Pick? Anscheinend nicht. Ich möchte ehrlich gesagt gerne mal wissen, was das alles zu bedeuten hat. Aber jetzt schmeißen wir erstmal, was wir an Steinen haben. Und es scheint gar nicht so wenig zu sein hier hinein. So, wir haben sogar etwas mehr als wir brauchen jetzt. Oh, ausgerechnet kleine Steine fehlen uns. Okay. Was fehlt noch? Balken. Balken ist gut. Das sollten wir schnell gelöst haben. Oh, ja. Sehr schnell, da muss man ja richtig aufpassen. Noch was. Jetzt muss ich schon aufpassen. Oh ja, was essen sollte ich? Flachs wollen wir natürlich auch gerne mitnehmen. Irgendwann brauchen wir garantiert. Moment, hier. Kann man denn mit den großen Steinen auch noch was anfangen? Außerdem? Keine Ahnung. Naja, aber auf jeden Fall brauchen wir viele davon. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben die.
müssen hier noch die benötigten 5 Stück rein. So, jetzt haben wir so viel Steine da reingepackt, dass wir das gar nicht mehr unterkriegen. Moment, 1 oder 4. Ne, jetzt fehlt es hier. So, 15. Und wir haben die Steinmetzkunst erforscht. Flachsbündel. Und das sind Flachsbündel. Haben wir als eines. Also die kommen als nächstes. Holzfass habe ich gesehen. Kann man da einen links machen? Kohl habe ich noch nirgends entdeckt. Kürbis haben wir da drüben schon einen. Flachs aber noch nicht, oder? Nee. Dass das immer wieder weggeht, wäre viel besser, wenn das mal eine Weile bleiben würde. So, Moment, das muss ich sehr genau überlegen. Was brauche ich jetzt als nächstes? Also hier lege ich erstmal die ganzen Steine ab. Die kleinen kommen in diese Kiste. Die Restholz 2. Ah ne, die nehme ich mal noch hier dazu. Ja, das brauchen wir grundsätzlich gar nicht. Kohle wird jetzt eigentlich auch nicht mehr gebaut. Noch mehr kleine Steine. Die Beeren und das Zeugs muss ich da drüben ablegen, beziehungsweise. Ich glaube, ich könnte mir gerade mal wieder eine leckere Pulssuppe machen. Dann habe ich das nächste Mal eine parat. So, das Feuer aus, machen wir Brennstoff noch hier dazu. Und jetzt das Zeug dazu. Keine Pilze. So, jetzt habe ich einen Lock, um den hier abzulegen, aber immerhin noch ein paar von denen, um die hier abzulegen. Und dann noch einen Haufen Erde, die wir nicht brauchen. Die lege ich mal hier daneben ab. Was ist das? Treasure Map? Wo habe ich denn die aufgetrieben? Und wieder zum langweiligsten Teil, dem Graben. So, achten, dass der Weg erhalten wird. Solange es so rot dazwischen ist, sind wir auf der sicheren Seite. Vermute aber mal, Erde kann ich schon wieder ablegen. Dann haben wir 6 davon. So. Dann sind wir jetzt hier, glaube ich, fertig. Mal schauen, ob ich von hier aus hochkomme. So, dann habe ich hier einen neuen Weg, dann kann ich nämlich bei der alten Rampe weiter abbauen. Und die alte Erde, die ungebrauchte Erde, hier wieder ablegen. Ich habe 8. Ne, nicht ganz 8.
Okay, das denke ich reicht erstmal. Muss ich hier natürlich den Weg nach oben finden. Ach, dann. Das hier zu, da kommt man nicht lang. Moment, einschmelzen. Schaffen es noch nicht mal alle in einem Gang. Das sind 10, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Oh, hab ich verzählt. Okay, einmal weg. Ah, ich weiß auch warum. Okay, dann die hier unten reinlegen. Holen wir uns erstmal unser Schwert, damit wir in Zukunft gut verteidigt sind. Dann brauchen wir an anderer Stelle wieder welche. Da nicht, aber ja, oder? Noch irgendwas. Hier wollte es noch. 10 Balken. Seile und eine Steinaxt. Die alte Steinaxt. Habe ich die schon reingepackt? Nee. Steinaxt. Kleiner Stein, großer Stein. Das ist ein kleiner Stein. Hier hinein und das reimt sich und was sich reimt ist gut. Wofür wollte er die Walle dafür und dafür? Beim Umgang mit der Natur, wo brauche ich dafür? Das verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber es hat niemand gesagt, dass ich es verstehen muss. So, Fässchen habe ich gesehen, sollte ich noch produzieren. Was brauche ich dafür noch alles? Fässchen hier, halten. Balken, nicht Steine. Fässchen hier hinein. Dann haben wir das, dann das. Das ist spannend, da verbrachten wir 10. Was ist das? Mechanik. Dafür müssten wir auch nochmal einen Satz Balken holen und Seile produzieren. Haben wir denn die Technologie, um Seile produzieren überhaupt schon? Ich sehe nichts für Seile. Oder mache ich das einfach hier? Nein. Ah, dafür brauche ich wahrscheinlich den Flachs. Bridge, Port Calais, Unlocks Research Battlements. Rope, hier, das bräuchte ich zuallererst. Und auch dafür brauche ich Flachs. Flachs war diese blaue Pflanze, die man bei Tageslicht natürlich deutlich besser sieht. Du bist einfach nur eine Beere.
Okay, warum wird mir die Beere angezeigt? Da fällt mir ein. Bin ja jetzt besser bewaffnet. Dann sollte ich mich darauf einstellen, dass ich das auch benutzen kann. Gut, kriegt man so nicht. Wir brauchen aktuell keine. Ich suche Flachs. Flachs ist die blaue Pflanze. Merken. Blaue, blaue, blaue Pflanze. Kann ich blaue Pflanzen bei dem Tageslicht erkennen? Oder gibt es vielleicht Flachs in mehreren Variationen? Das wäre natürlich. Was ist da gerade runtergefallen? Woran bist du gestorben? Und wieso kann ich das nicht für mich ausnutzen? Wahrscheinlich, weil ich das notwendige Wissen noch nicht habe. Beeren, Beeren, Beeren. Ich brauche keine Beeren, ich brauche Flachs. Ah, Flachs. Und mehr Flachs. Jetzt haben wir schon drei. Ich glaube, so ungefähr 8 sollten wir mindestens sammeln, bevor ich zurückkehre. Sonst muss ich gleich wieder los. Wo könnte ich noch weiter Flachs finden? In der Nähe wahrscheinlich. Die Skybox. Ist nicht ganz genau die aus Kräuter. Na, nehmen wir doch auch mit. Da, mehr Flachs. Aber wisst ihr, was wir nicht haben? Was wir nicht haben, ist ein System, mit dem wir uns Plätze merken können. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich hier so rumgehe. Oh, noch ein Kürbis, sehr gut. Davon brauchen wir ja auch mehrere. Wo ich wieder zurückkomme. Und dieses Systemchen ist für mich aktuell noch dieser Wald. An dem kann ich mich halten. Nur aufpassen, dass ich mir das merke. Und dass ich diesen Wald eben dann nicht aus den Augen verliere und nicht möglicherweise woanders auch noch unterwegs bin. Flachs. Kürbis, Kürbis nicht vergessen. Kürbisse brauchen wir natürlich auch noch. Einen hatten wir schon drin, drei brauchen wir, also brauchen wir einen Kürbis noch. Das da hinten sieht aus wie ein Kürbis. Ha, ich habe gute Augen. So, im Prinzip haben wir es genügend erforscht für diesen Teil. Für die Erforschung. Allerdings, oh, ich habe den Teller nicht rausgenommen aus meinem Dings. Jetzt habe ich nichts zum Essen dabei. Das heißt, ich muss
Da schön vorsichtig sein. Ich höre seltsame Geräusche. Oh, ja klar, Kohl. Kohl brauche ich auch noch unbedingt 3 Stück. Das sieht man ja bei dem Licht noch schlechter, wenn ich jetzt eigentlich zufällig drüber gestolpert wäre. Und wahrscheinlich brauchen wir auch davon 3 Stück. Was bist du? Nichts. Und da haben wir nochmal Flachs. Ah ja, und das war nochmal Kohl. Kohl, Kohl, Kohl. Lachs. Noch was hier? Ja. Kräuter. Lachs da drüben. Ziemlich großes Feld da drin. Wow. Richtig viele. Noch ein paar Kräuter. Ich hätte aber gerne noch ein paar Flachs mehr. Jetzt nochmal Kräuter und Kohl. Aber die Flachs, oh ja, das brauchen wir natürlich auch dann. Wheat, Weizen. Weizen hat's hier. Oben sind auch noch mal welche. So, dann gleich darüber, da hat es auch noch mal. Flachs sieht ziemlich übel aus. Und dann kann ich ja in der zweiten Runde dann praktisch nochmal darüber. Dann kehre ich jetzt erstmal zurück. Und dann schauen wir mal, ob das vielleicht schon ausreicht. Auf jeden Fall. Ob es ausreicht oder nicht, machen wir dann an der Stelle, wenn ich zurück bin und das ausprobiere, die nächste Pause. Also beende ich die Folge heute dann damit. Na komm, erhol dich. Ach ja, und kochen muss ich noch mal. Bisschen rennen. Erholt er sich schneller, wenn man nicht ganz so viel ausschöpft? Stamina? Anscheinend nicht. So, da drüben ist unser Felsen. Oh. Schön, noch auf dem Weg nochmal einen Kürbis mitgenommen.
Dann drehen wir das auch nochmal. Weed. Und hier steht noch alles. Auch nicht schlecht. Auch nicht zu verachten. Ah, schau mal, wir haben gar nicht so wenig. Und brauchen davon aber nur 3. Jetzt noch 3 Kohlköpfe. Dann haben wir das gelernt. Als nächstes muss ich lernen, Seile zu knüpfen, und Seile zu knüpfen lerne ich hiermit, und dafür brauche ich 15 Flachs. Das reicht natürlich jetzt trotz allem nicht. Warum das dann später kommt? Wer weiß. Jetzt pass mal auf. Ich habe doch jetzt ein bisschen was gelernt. Kann ich jetzt einen Flug bauen oder so? Ah ja, Handflug. Gut, dann schauen wir in der nächsten Episode, ob ich denn auch sauber jetzt mit dem Flug ein Feld anlegen kann. Dabei das mal rein und noch gefrühstückt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sage erstmal tschüss und bis bald.